Die Sängerin Sarah Engels, 30, ist immer auf der Suche nach neuen Challenges und Herausforderungen. Am Montag enthüllte die Ex-Frau von Pietro Lombardi, 30, ihren Fans ihre neuen sportlichen Ambitionen, die sie nun mit ihrem Ehemann Julian, 29, in Angriff nehmen will. Vor ein paar Wochen haben sie zusammen den Sportbootführerschein auf Mallorca gemacht, um diesen Sommer mit ihrem eigenen Boot die Gewässer unsicher zu machen. Doch ihre Pläne könnten jetzt ins Wasser fallen, denn Sarah hat sich eine neue Aufgabe gesucht. Ich bekomme oft Nachrichten von euch, wie sehr ihr sportliche Motivation braucht, deshalb habe ich beschlossen, euch dabei zu unterstützen, sagte Sarah zu ihren 1,8 Millionen Followern. Also haben Sarah und Julian beschlossen, in den nächsten Monaten wieder die Schulbank zu drücken. Ihr Ziel: die offizielle Fitnesstrainer-Lizenz. Wenn wir etwas tun, dann machen wir es richtig. Mir ist bewusst, wie viele Menschen wir täglich erreichen und welche Verantwortung wir dabei haben. Deshalb habe ich beschlossen, dass ich es direkt mit Julian zusammen mache, sagte die Sängerin. Der Sportbootführerschein hat die zweifache Mutter bereits an ihre Grenzen gebracht. Nun steht also die nächste Prüfung an. Jetzt heißt es lernen. Das ist erst einmal der erste Schritt, abends wird jetzt immer gelernt, anstatt Serien geschaut zu werden, aber es macht richtig Spaß. Und was sagt BVB-Fan Julian zu den zeitintensiven Plänen seiner Frau? Bisher hat er noch nichts gesagt. Im Vergleich zu Julians Wi-Fi, so stand es auf dem BVB-Trikot seiner Frau, ist der Ex-Fußballer noch etwas zurückhaltend. Ob er schon ahnt, welchen Stress seine Frau ihm damit wieder bereiten wird? Bald werden die sportliche Sängerin und der Ex-Kicker mit ihren Fitness-Tipps im Internet glänzen. Ich kann mir vorstellen, euch etwas Schönes zurückzugeben, sagte Sarah. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Pauken.